Willst du anfangen? Ja, natürlich. Gut. Podcast-Intro. Jetzt geht das los hier. Noch eine Runde. Ja, es geht nämlich um Freizeitparks unter anderem heute. Ja, und wir fragen uns, kann es eigentlich zu früh sein für den ersten Wodka Red Bull? Das fragen wir uns. Prost. Prost. Jetzt hör mal auf mit deinem Telefon, wir müssen jetzt anfangen. Ja, aber das ist ja für die Sendung, warte, ja, noch aber eine trotzdem. Minute, eine Minute. Nein, weil wir sind schon auf Sendung, der Kassettenrekorder ist schon auf Aufnahme gedrückt. Unser Podcast geht los. Ja, ich hab's, Moment, ich hab's. Und deine Börsengeschäfte. Hast du jetzt wieder Lotto gespielt? So, jetzt hab ich, mal, ich mach mal hier, auf leise. Hast du das Aufregung, Kinder? Ich kann nicht aufhalten, diese Aufregung. Diese Aufregung? Ich war wirklich sehr aufgeregt, ne? Dass wir uns wieder getroffen haben. Wir haben uns lange nicht gesehen. Ich freue mich sehr. Ich freue mich wirklich sehr und sage, ich darf jetzt auch mal sagen, herzlich willkommen. Ja, dann das ist selbstverständlich. Bitte dich darum. Uns fragt ja keiner. Unser beider Podcast entstanden dadurch, weil uns wirklich keiner gefragt hat, haben wir einfach gesagt, wir machen einen Podcast. Und ich freue mich, weil ich hatte ja Geburtstag und bin schon gespannt, was du mir jetzt schenkst, Schönheit. Oh Gott, habe ich dir gratuliert? Nee. Wann soll ich mir gerne mal aufschreiben? 18.11. Da ist die SMS wohl nicht durchgekommen. Ne? Die Einladungskarte wurde auch noch nicht verschickt. Aber das ist ja ärgerlich. Hast du ein Problem damit eigentlich, wenn dir jemand zum Geburtstag nicht gratuliert? Ich sage immer nee und glaube das auch. Und wenn es dann passiert, dass mir derjenige nicht gratuliert, bin ich trotzdem super beleidigt. Und dann denke ich abends immer, wer hat mir denn nicht gratuliert? Dann gehe ich das so im Kopf durch, weißt du? Denkst du, interessant. Ich bin mal ein Geburtstag nicht ans Telefon gegangen, weil so viele Leute angerufen haben. Das hört sich jetzt total eingebildet an, aber ich finde, lass mal die Leute an dem Geburtstag in Ruhe, die wollen doch feiern. Weißt du hast ja keine Zeit zu feiern, weil okay, danke. Und dann ganz schlimm, wenn jemand singt. Leute, die singen, werden aus dem Freundeskreis verbannt. Ja. Happy Birthday to you. Und dann total witzig noch in der Jazz-Version. Und du denkst so, hör auf damit. Sollte ich jetzt nicht machen, oder? Nein. Ich stelle mir immer eine Frage, wenn ich Geburtstags-SMS oder WhatsApp kriege. Die sagen dann herzlichen Glückwunsch, bla bla bla. Muss ich dann jedes Mal auch antworten und sagen, danke, das ist lieb von dir? Weißt du? Oder beantwortest du keine von diesen SMS oder du WhatsApp? Du musst ja, die Leute sind doch beleidigt, wenn du nicht antwortest. Ja, aber dann kannst du ja wirklich nicht Geburtstag feiern. Da bist du nur dabei zu lesen und zu beantworten. Kannst ja auch nicht. Mein bester Freund hat mir mal 2 Tage später gratuliert, aber auch nur, weil ich ihn daran erinnert habe. Und mein Vater hat mir mal 1 Woche später gratuliert. Also es ist aber auch alles okay. Ich bin da wirklich, ich muss doch keiner anrufen. Weil ich finde, wenn du die ganze Jahr keine Zeit hast, dann mach nicht am Geburtstag. Also manchmal, ich freue mich aber auch, wenn sich Leute melden, zu denen ich so gar nicht mehr so Kontakt habe von der Crew, die dann einfach mir, und dann habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich denen nicht gratuliere. Okay. Oh Gott, das ist so ein Thema. Wir starten jetzt schon. Mir ist es irgendwie doch peinlich, dass ich dir nicht gratuliere. Aber ich wusste das ja, gut, ich hätte es ja auch nachgucken können. Aber das Schöne ist ja auch, wir telefonieren ja privat auch nie, weil ich weil wir uns gar nicht mögen, das wissen die Leute draußen ja gar nicht. Das ist ja alles Show hier, ne? Ja, total, wir Fernsehen, weißt du, alles Show. Gleich geht die Treppe, kommt dir gleich oben von der Decke runter. Pass auf. Ich finde halt, wenn wir privat telefonieren würden, wir hätten gar nichts mehr uns hier zu erzählen. Das ist das Problem. Deswegen haben wir wirklich von unseren erziehungsberechtigten Managements gesagt bekommen, bitte telefoniert nicht privat. Ja. Seid nicht zu gut befreundet. Aber Freundschaft ist auch schwierig, ne? Bist du jemand, der so Freundschaften pflegt? Wie pflegt man die denn? Also sich regelmäßig melden, meinst du dann? Oh also? Gott, ich hasse das. Ich gewinne, das ergibt sich ja dann auch oder nicht, oder? Das, was ich an meiner besten Freundin liebe, ist einfach, dass wir manchmal ein halbes Jahr nicht telefonieren. Und dann irgendwie rufe ich sie an und wenn ich irgendwie unterwegs bin auf Tour oder so. Und wenn ich schon ihre Stimme höre, dann fange ich schon an zu heulen. Weil wenn es mir nicht gut geht, aber auch wenn es mir gut geht, aber trotzdem, das ist so eine Beziehung, die wir haben, ist halt Familie auch einfach. Und dann ist es so für mich und dann brauchen wir auch die nächsten 3 Monate nicht telefonieren. Weil ja, das ich habe auch einem so viel Freunde. Gibt, weißt du? Was hast du denn geschenkt bekommen, Ilka? Nichts, weil du mir nicht gratuliert. Ich hasse Geschenke. Ein Glück, dass ich dir nichts mitgebracht habe. Ich war jetzt an der Nordsee, wie du weißt.
Habe ich dir erzählt? Nein, wir dürfen nicht. Doch, das hast du mir, ja, Entschuldigung, die Managements gucken streng. Ja. Was, ihr habt telefoniert außerhalb des Podcasts, seid ihr denn wahnsinnig? Wir haben uns getroffen, als du da warst, dann war ich auch da. Nee, aber wir haben kurz, beruhigt euch draußen, also wir haben kurz telefoniert, als ich an der Nordsee war. Und dann fand ich ganz interessant, das war leider der letzte Tag, da hast du gesagt, bring mir doch bitte einen Kühlschrankmagneten mit, weil die sammle ich. Ich sammle Kühlschrankmagneten. Ja. Aber von, also natürlich habe ich so Lissabon, New York und so die Standard, aber ich sammle so von so Dörfern, weißt du, also verstehst du, was ich meine, so, wo du so denkst, okay, da Kühlschrankmagneten, kriege ich da überhaupt einen? Ah, dann wäre die Nordseeinsel Jüst natürlich prädestiniert gewesen. Ist auch ein kurzes Wort, passt gut an Kühlschrank, weißt du? Und es tut mir leid, ich bin dann... Oh Gott, es war alles schon jetzt? Zu. Ich hab, ja, ich wollte dir, nein, wirklich. Und ich habe da noch, aber ein Foto gemacht. Es ist kein Scherz, war abends das noch. Das ist noch traurig. Aber was ich. Was ich dir hätte mitbringen können. Nee, du könntest es ausdrucken, dann finde ich es noch lustiger. Das ist ja total schäbig. Nee, ich habe einen Bekannten, der hat mir zum Geburtstag mal Sanifair-Coupons, diese Bons geschenkt, hat er gesammelt. Und dann hat er mir so einen ganzen Stapel geschenkt, sagt er hier, dann kannst du dir was Schönes kaufen an der Tankstelle. Und ich fand das so außergewöhnlich, habe ich kaputt gelacht. Aber kann man die, das frage ich mich immer, kannst du die alle gleichzeitig einlösen? Oder nein, immer nur mittlerweile einzeln? Ist es so, schöne Grüße gehen raus, wir dürfen ja keine Werbung machen. Was ich richtig passend zum Thema Kacke finde, ja, ist, dass du darfst es nicht zum Tanken einlösen, sondern du musst dir da nur was kaufen Essen, ja, und dann auch nur einen. Ja, das finde ich aber nicht gut. Nee, natürlich ist es nicht gut. Was machst du denn dann mit dem Packen da, den du hast? Den packen die, das war bevor das umgeswitcht hat. Ach, dann bist du da wie so eine Millionärin rein. Ich habe einen hohen Stapel Geld, ne? Ich kam mir vor wie so ein WC-Rapper. Also ich habe einfach meine Coupons raus auf den Tisch geknallt und habe gesagt, eine Bovu mit Sinn. Geil. Ich sag mal jetzt schon voll, weil ich so lustig finde. Einmal König sein. Aber jetzt mal ernsthaft, ich habe wirklich ein Foto gemacht, war letzter Tag, bin abends noch an diesen einen Laden, wo die Möglichkeit bestand, es gibt Kühlschrankmagneten, ja, habe ein Foto durch den verschlossenen Laden gemacht, habe mich gefragt, welchen hättest du denn gerne gehabt? Also es gab, mach's doch nicht noch schlimmer. Ja, ich lese vor und du musst mir sagen, beim nächsten Mal, wenn ich nach Jüst fahre, welchen soll ich mitbringen? Also, Kopf aus, mehr an. Oh, ist das schlecht. Dann hätten wir einfach noch Moin Kinners. Kinners mit Doppel-N und A und S, oder? Salzwasserherz, mehr geht immer, also mehr wie mehr geschrieben, mehr geht immer. Das habe ich schon verstanden. Und wir haben noch ein schönes Wortspiel, wo haben wir es hier? Gefällt dir bisher schon mal gut, dass ich das fotografiert habe? Ne? Das wertet diesen Podcast wahnsinnig auf, diese Aktion. Und noch see you soon. Und see auch wie das Meer geschrieben. See you soon. Das ist mir zu englisch. Das will ich nicht an meinem Kühlschrank. Ich will nicht so, weißt du, so da englisch, den see you sun and sign und so. Ich finde schon. Salzwasserherz? Nee, das mit dem Meer fand ich. Darf es ein bisschen mehr sein? Darf es ein bisschen mehr sein? Ich will mehr. Ich will mehr. Das finde ich schön. Ich will mehr. Ja, das ist so wie wenn ein Friseursalon sich Schnittstelle nennt. Es gibt so viele mehr Wortspiele, ne? Restaurants auch immer. Aber das finde ich schön. Okay. Ja, nee, du kannst mir ein Bild ausdrucken, dann mache ich mir das einfach an den Kühlschrank. Boah, ist das schäbig. Ja. Okay. Das ist schäbig. Ich finde es aber eine lustige Idee. Ilka, du kennst ja unseren Podcast, hast du schon mal gehört? Ja, ne? Wir haben ja ein großartiges Konzept. Wir beantworten ja immer Fragen, die uns nie gestellt wurden, aber richtigen Prominenten. Ich bin ein bisschen krank, Entschuldigung. Das interessiert dich auch nicht. Ja, du hast ja eben, als wir uns gesehen haben, nur kurz vorher, wir haben nicht viel miteinander geredet. Wir haben uns nicht mal begrüßt. Nein, da hast du gesagt, ich hätte eine raue Stimme oder was ist das? Du hast eine raue Stimme, obwohl ich erkältet bin. Ich dachte, dass du auch dir ein bisschen was weggeholt hast, weil momentan ist ja ein bisschen frisch draußen, ist gerasiert, auch schön. Oh mein Gott, so eine Grippewelle. Es hat abgefrischt, ne? Wie man so schön sagt. Abgefrischt, genau. Und da hinten wird es auch nicht mehr hell. Gibt es so Hausmittelchen, die du so hast? Wenn so, ich hasse es ja, wenn Mutti ankommt und sagt, komm, wir zerdrücken mal eine Knoblauchzehe, dann machen wir mal irgendwie Honig drauf. Das sage ich einmal, ich bin so übergeben davon. Und danach ging es dir aber auch besser wahrscheinlich. Ja, weil ich dann gar nichts mehr drin hatte. Genau. Geniales Hausmittel. Aber das fand ich sehr eklig. Nee, ich finde, also wenn ich was im Hals habe oder rau oder Halsschmerzen, hilft mir einfach nur mit warmes Wasser mit Salz gurgeln.
Das ist einfach alles. Mehr brauchst du nicht. Schmeckt doch nicht. Nee, ja, du sollst ja auch nicht trinken, du sollst damit gurgeln. Das ist jetzt wieder so mehr. Ja. Kühlschrank gesprochen, mehr braucht's nicht. Ja, mehr braucht's nicht. Oh, das war schön, ja. Komm, was hat das mit den Fragen hier eigentlich auf sich? Also, wir haben heute ja wieder drei Rubriken, ne? Und diesmal haben wir eine neue Rubrik dabei. Du wirst durchdrehen. Es ist eine Sensation. Kannst du doch gar nicht entscheiden, ob ich durchdrehe. Warum denn? Also, Haltung haben wir, dann eine Rubrik, die heißt Ups. Keine Ahnung, was. Again? Oh Gott, Britney Spears ist ganz schlimm. Und ZuhörerInnen-Fragen. Das heißt, die echten Fragen, die uns von unseren Zuhörern gestellt wurden. Das finde ich aber cool. Oder? Wir haben es jetzt mittlerweile schon geschafft mit unserem Podcast, dass wir doch gefragt werden. Ja, eigentlich müssen wir ihn umbenennen. Ja, wir werden doch gefragt, heißt der Podcast jetzt. Nicht uns fragt ja keiner, doch. Uns fragt einer. Und vielleicht ist es nur einer. Nee, es sind drei Fragen. Es müssen mindestens drei haben uns schon. Also es sind wohl uns einige. Uns fragt keiner und das K aber in so Klammern. Jetzt kommst du. Mr. Marketing. Das ist geil. Das ist wie mit mehr. Doppel-E und ein H und mehr. Wie, Schnittstelle? Schnittstelle. Sollen wir, was willst du, was soll ich mal anklicken? Mach, klick einfach. Ich kann eh nicht gucken, weil mir gerade die Augen tränen vor Lachen. Okay. Dann hau raus. Dann nehmen wir, sollen wir direkt was sagst du eigentlich, nee, wir reden nicht über Gender, oder? Sagst du eher ZuhörerInnen fragen oder würdest du sagen Zuhörer fragen oder Fragen von Zuhörerinnen und Zuhörern? Wir nehmen die Fragen, die uns eingeschickt wurden, von denen, die unser Podcast hören. Frage 1, 2 oder 3? Komm, wir fangen mit 3 an. Wir sind total crazy. Eieiei. Am Frühmorgen, ich raste aus. Frage 3. Enrico fragt, wenn eine Freizeitparkattraktion nach euren Ideen und Wünschen gebaut werden würde, wie würde diese aussehen? Boah, geil. Ich liebe ja Freizeitparks. Bin ja so ein Freizeitpark-Fan. Endlich. Nein. Mich haben sie mal aus. Oh Gott, liebe Grüße gehen nach Leipzig. Mit der Schiffschaukel, die Nummer. Hast du schon mal erzählt. Das war sehr unangenehm. Ja. Ich finde Freizeitparks auch schön. Ich gehe da auch gerne hin und halte gerne die Taschen von allen. Ach, du bist die, die dann da unten stehen? Ja, habe ich kein Problem mit. Können alle Achterbahn fahren und ich gucke zu, wie sich alle übergeben. Und wenn eine Attraktion nach unseren Ideen und Wünschen gebaut werden würde. Boah, ich finde ja so Escape Rooms, ne, wo du dich so raus. Da stehe ich nicht so. Ich will ja nichts machen. Weißt du, meine Lieblingsattraktionen sind, wenn wir Freizeitparkfans nennen, das Dark Rides. Das sind also diese ganz klassischen. Ist das was Sexuelles? Na, das sind Dark Rooms. Ach so. Die gibt's nicht im Freizeitpark. Also nicht in denen, denen ich war zumindest. Nee, du sitzt in der Gondel und fährst wo rein und dann sind da so Animatronics und diese beweglichen Puppen und das finde ich geil. Und, aber warum gibt es das nicht als Bett? Ich finde, du müsstest dich reinlegen können. Und denn, weil so Freizeitparks ist ja immer Stress. Also müsstest eine Attraktion nehmen, da legst du dich so rein und du fährst für eine Stunde irgendwo und durch alles, so eine, und alles bewegt sich, macht und tut. Und du kannst aber auch einschlafen. Es ist so ein bisschen zum Runterkommen. Und wenn du dann wieder nach einer Stunde rauskommst, kannst du weiter 8 Stunden in dem Freizeitpark verbringen. Und die Puppen sind alles so an der Wand dann da oben, oder was? Oben, finde ich nicht genau. So schlecht. Finde ich nicht schlecht. Meine Lieblingsattraktion ist ja die Geister-Rikscha im Phantasialand. Was ist denn eine Geister-Rikscha? Kennst du das nicht? Nein, warst du nicht im Phantasialand? Ich war noch nie im Phantasialand. Da gab es ja früher auch viel mehr von diesen Dark Rides. Die wurden leider auch abgerissen, weil die ja immer neuen Platz brauchen. Kannst du Dark Rides auf Deutsch sagen? Weil das hört sich schon sehr sexy an. Dark Rides. Der Dunkel. Ja? Die Dunkelfahrt. Die Dunkelfahrt, genau. Ja, die Geister-Rikscha. Die gibt es schon seit den 80er Jahren. 82, glaube ich. Und das sind chinesische Geister. Geister aus der chinesischen Mythologie. Nee, ich überlege, ob das so hinter so Wänden, hinter, wie sagt man, so Schattengeister sind. Nee, ne? Es ist alles Mögliche. Und es ist keine Bahn, bei der man sich erschreckt, sondern man kann es einfach genießen. Ja, es ist doch keine Geisterbahn. Doch, weil ja da Geister drin sind. Aber man erschrickt sich nicht. Ja, aber man muss, ich finde es schöner, wenn man sich nicht erschrickt, wenn man sich auch das mal anguckt. Nee, man hat ich finde, du musst da rauskommen und musst 3 Tage nicht schlafen können. Das ist für mich eine Geisterbahn, aber nicht so, oh, nett. Nee, doch. Ah. Ich werde ungern erschreckt. Vor allem, wenn da echte Erschrecker drin sind. Das ist, finde ich, ganz schlimm. Wenn ich irgendeiner anfasst, du läufst da durch und von hinten klopft einer auf die Schulter, da ist bei mir dann mal kurz Alarm angesagt. Ja, dann haust du auch mal gerne demjenigen aufs Maul. Also aus Versehen. Nein, aber die Schockreaktion sagt schon, dass denn die 18 Handtaschen, die ich halten muss, da ist
Die fliegen dann einfach. Also, schöne Zuschauerfrage. Vielen Dank, Enrico. Ich war noch nicht fertig. Ach so. Du beendest einfach. Das ist jetzt die Frage, da werde ich die ganze Sendung drüber reden, weil mich das so, wenn ich, der Freizeitpark so liebe. Das war okay, auch für Kinder. Du musst dich jetzt aber beruhigen. Nein. Wir haben, Wollte als Kind immer, weißt du, was ich machen wollte als Kind? Mit meiner Cousine Tina, Grüße gehen raus, wollten wir einen riesigen Menschen bauen, also gigantisch groß, und du kannst durch den Menschen gehen und siehst dann auch, wie der von innen aussieht. Die wie Organe und. Was ist das denn? Willst du durch den Dickdarm laufen? Was ist denn los mit dir? Ja, das ist doch dir? Super spannend. Das ist doch ekelhaft. Da läufst du durch Kacka. Was ist denn los? Ja, aber das ist doch lustig. Auf den Bauernhof, nein. Doch, die Stelle, wo du durch Kacka gehst, ist sozusagen das Comedy-Segment oder so. Keine Ahnung, da kannst du total viel machen. Das ist super spannend. Stinkt es denn auch da? Ja. Oder ist es denn auch so, oder wenn du durchs Herz läufst, dann ist es auch so... Das konnte man übrigens im Traumlandpark, Entschuldigung, dass ich hier nochmal durch mein Insiderwissen so auffalle, da gab es das begehbare Herz im Traumlandpark und da konnte man tatsächlich durch ein Herz gehen. Wow! Puh, die Geschichte solltest du beim ersten Date vielleicht nicht erzählen. Ja. Oh Gott, wäre das so ein Platz, wo man jemanden zum ersten Date einladen würde? Ins begehbare Herz oder in den Dickdarm vom großen Mann. Kommt drauf an, wenn der ihn ja lustig ist, dann geht man einfach durch den Dickdarm. Ja, ich fände es schön. Lass uns mal durch den Dickdarm fahren. Also ich würde mit dir, wenn wir uns treffen dürften, würde ich das machen. Treffen wir uns einfach am Dickdarm. Stell dir mal vor, man hat so eine Verabredung und man hat so einen Traumprinzen oder Prinzessin und sagt, wo treffen wir uns? Du, ich würde vor dem Freizeitpark, wir treffen uns einfach am Dickdarm. Da gehst du doch nach Hause, oder? Ja, obwohl es eine gute Idee ist. Oder man schätzt den Humor, ne? Ja, ich finde es, glaube ich, auch für Kinder sehr interessant, wenn die durch so einen Menschen denn so spielerisch durchlaufen. Ach. Das finde ich gut. So wie du es erzählt hast, war es eklig. Ja, weil du direkt mit dem Darm ankamst. Es gibt ja auch schöne Sachen im ist Körper. Ja, aber guck mal, wie ist denn der Mensch? Steht der da? Ja. Stell mal vor, der kniet und du musst durchs Poloch reinlaufen. Die Idee ist lustig. Die Idee ist sehr lustig. Vielleicht kniet er und man muss durchs Poloch durch. Mann oder Frau? Oder gibt es beides? Ja, beides ist zu aufwendig. Ist ja unterschiedlich aufgebaut, ne? Ach so, gibt es da Unterschiede? Da gibt es Unterschiede. Was? Naja, was man hier mal lernt und dieser Sinn. Ja, wir haben ja auch einen kleinen Bildungsauftrag hier, ne? Das muss man auch mal dazu sagen. Aber das ist eine interessante Frage. Was ist denn interessanter zum Durchgehen? Die Frau oder der Mann? Boah, jetzt öffnen wir die Büchse der Pandora. Aber ich würde vorschlagen, falls uns Freizeitpark-Mitarbeiter-Chefs zuhören, einfach anrufen, Bescheid sagen, wir kommen vorbei und würden einfach das dann entwerfen. Architektenmäßig. Ja, und das Phantasialand kann sich gerne melden. Ich bin immer bereit, da auch Anstoß zu geben. Baut mal wieder einen geilen Dark Ride, liebes Phantasialand. Und nicht nur die schnellen Attraktionen, die sind geil, aber wir wollen, ne, Ilka und ich wollen auch mal durchs einen Dark Poloch Ride fahren. Oder durchs Poloch fahren, das kann ja auch ein Dark Ride sein, dass man da durchfährt. Ja, natürlich. So Attraktionen. Ja. Gut. Weißt du eigentlich, dass wir ganz viele Zuschriften bekommen, wo Leute über unseren Podcast, ne, wir haben ein paar Sachen hier zu stehen oder habe ich auf dem Zettel zu stehen, was Leute von unserem Podcast halten. Oh, das hast du recherchiert, das würde ich gerne hören. Ich habe es nicht recherchiert, wir haben Leute, die recherchieren. Ach so, okay. Wir dürfen uns doch nicht... Das weiß ich doch, dachte, du behauptest das jetzt einfach, damit es... Okay, ich kann nicht lügen. Außerdem, ich finde es aber auch schön, dass es so klein ausgedruckt ist, dass ich es mit Brille nicht lesen kann. Hallo, Uschi schreibt, ich höre euren Podcast sehr gerne, leider zu kurz. Dann wieder eine Woche warten, das geht doch gar nicht. Das ist aber lieb. Das ist wie mit so einer Serie, ne? Wenn du freust dich auf die nächste Folge und den nächsten Freitag erst. Bestes Kompliment übrigens, finde ich, wenn Leute sagen, eure Sendung ist zu kurz. Ich finde gut, dass die ein bisschen kürzer ist und dass die Leute dann auch mehr wollen und sich nicht langweilen, weißt du? Schon wieder so Mehrspruch mit dem Kühlschrank im Leben? Mein Gott, jetzt reicht's aber auch. Herrlich, ihr kommt vom Hundertsten ins Tausendste und was man nicht alles erfährt, schreibt Brigitte. Vielen Dank, Brigitte. Danke dir. Ja. Wollen wir weitermachen mit den Fragen? Du kannst ruhig auch ein bisschen was vorlesen. Ich würde dir nämlich auch mal so einen Zettel übernehmen. Soll ich auch mal kommen? Ich lese auch mal. Ja, weil boah, das ist ja viel. Ja, natürlich. Was haben wir denn hier noch? Zwei unfassbar sympathische Menschen, deren Podcast viel zu kurz ist. Wer war das? Nein, wir sind schon sympathisch, doch. Ja, es ist wirklich sehr... Also wir möchten auch mal dann wirklich betonen, dass wir all das von euch sammeln und auch natürlich alle eure Fragen sammeln. Und wer weiß, vielleicht ist sie dann bald mal auf diesem... Vielleicht bringen wir einen Kalender raus mit den ganzen...
oder einen Kühlschrankmagneten. Wir ja. müssten auch einen Kühlschrankmagneten haben. Finde ich nicht so schlecht. Einen lustigen vielleicht. Was wäre denn ein lustiger Kühlschrankmagnet? Ich fände, weißt du, was ich gut finde? Ein Kühlschrankmagnet, da steht nur Kühlschrankmagnet drauf. Einfach. Das wäre mal eine total gute Idee. Nur einfach ist es ja auch. Es ist ein Kühlschrankmagnet. Einfach. Oh Gott, auf die Idee kam noch gar keiner, aber ich finde es so witzig. Würde das jemand kaufen? Doch, also ich würde ja? auf jeden Fall. Du wärst dabei? Ich würde es einfach nur auch verschenken wollen, damit Leute auch einfach so an ihrem Kühlschrank einen Kühlschrankmagneten haben, der Kühlschrankmagnet heißt. Ja, so gut. Auf die Idee kam ja, das ist genial. Hey, hoffentlich klaut uns das jetzt gerne. Machen wir die nächste Frage. Ja, wieder Zuschauer? Komm, ja, das andere interessiert uns doch gar nicht mehr. Eins oder zwei? Wir haben nur noch eins oder zwei. Mach du bist der Entscheider okay, jetzt. Ich mach mal zwei, weil wir zwei sind. Annette fragt, letzte Woche hat Ilka erwähnt, also letzte Woche, ne, zuletzt hat Ilka erwähnt, dass sie eigenen Kaffee hat. Wir probieren gern mal neue Sorten aus und finden auch die Idee mit der Spende total klasse. Wo kann man den denn käuflich erwerben? Das ist aber schön. Schöne Frage. Der heißt Il Café, einfach im Internet gucken. Das ist so eine ganz kleine Rösterei, die es macht. Und für einen guten Zweck, ne, muss man dazu sagen. Das ist für Straßen, der komplette genau. Erlös geht an Straßenkinder e.V. in Berlin. Und die haben mich mal gefragt, diese Rösterei, da macht auch Thorsten Sträter Kaffee. Ah, okay. Also der verkauft auch Kaffee. Und da habe ich gesagt, mache ich sehr gerne. Alles für einen guten Zweck und das finde ich super. Also ausprobieren, schmeckt sehr, sehr lecker. Haben wir das auch geklärt. Fällt mir gerade ein, nochmal Jüst, ich war ja auf Jüst. Gab es da auch Kaffee? Nee, aber Ostfriesentee. Und weißt du, wie man den trinkt? Das ist echt kompliziert. Aus den Händen? Nein. Da muss jetzt irgendwas kommen. Wenn jetzt nicht irgendwas kommt, was mich umhaut. Okay, pass auf. Also, erstmal nimmst du den Candice-Zucker mit der Candice-Gabel, tust den in die Tasse rein. Im Idealfall steht der ein bisschen aufrecht. Dann nimmst du das heiße Wasser, machst es über den Candice-Zucker, so dass der Candice noch knackt. Dann ist die richtige Temperatur auch des Wassers. Dann kommt die Milch. Die Milch oder den Rahm musst du jetzt in die Tasse gießen, aber gegen den Uhrzeigersinn. Das ist ganz wichtig. Ne, weil der Ostfriese hält die Zeit an, sozusagen. Ne? Da man und soll dann zur ist Ruhe der kommen. Urlaub zu Ende. es geht auch gar nicht, es geht noch viel weiter. Nein. So, dann guckst du, wie sich die Wölkchen ergeben. Du, ne, wenn du das so in den Ostfriesentee kippst, dann entstehen so Wölkchen. Du sollst also wirklich, wie bei einer japanischen Teezeremonie auch, wirklich zu dir kommen. Du guckst dir die Wölkchen an, wie die entstehen. So, und dann kannst du den Ostfriesentee erst langsam trinken und nicht umrühren. Auf keinen Fall umrühren. Kommt denn die Umrührpolizei? Dann was ist dann? Kommt die ostfriesische Umrührpolizei her. Ja. Ich finde, für sowas braucht man wirklich Zeit und ja, Ruhe. Ich finde, das ist super. Warst du zwei Wochen da oder drei Wochen? Einfach um diese Teezeremonie auch einfach also, zu zelebrieren. Ja, ich wollte eigentlich eine Woche hin und dann wegen der Teezeremonie bin ich dann doch einen Monat geblieben. Ne? Bin aber froh, dass du jetzt wieder da bist. Ja. Gott sei Dank trinken wir heute Kaffee. Und müssen nicht irgendwas über Wasserzucker kippen. Aber es ist schon interessant, wie Leute sich denn damit beschäftigen. Ein Freund von mir, der liebe Finn, liebe Grüße, der ist auch so ein Teetrinker, ne? Und der bringt dann auch seine Teeuhr mit ins Restaurant. Nee. Und dann setzt er sich da hin und guckt genau, dass der Tee genau ernsthaft? Richtig, ja, ja, der ist da richtig gut drin. Ich finde es aber cool, wenn Leute so ein Tick haben, einfach sowas zu machen. Weiß ja, ich ja. kann im Restaurant zum Beispiel nicht mit dem Rücken zur Tür sitzen. Genau, auch das krank. Hatten wir auch mal. Ja, ja. Aber das mit dem Tee, das finde ich schon, vielleicht sollte man nächstes Mal einfach diesen ostfriesischen Tee hier trinken. Das fände ich super. Dauert die Aufnahme zwar 4 Tage, aber komm. Das wird dann unsere Spezialfolge. Ja, was wollte ich denn gerade sagen? Ich weiß es nicht, du hast angefangen mit deinem Tee. Ja, was trinkt der Finn? Finn. Was trinkt der denn für einen Tee? Haben wir ja gerade gesagt. Was denn für einen? Ich glaube Earl Grey. Earl Grey. Ich trinke ja, habe ich ja schon mal erzählt, dass ich Gabba-Tee trinke jeden Tag. Das ist einer der teuersten Tees der Welt. Und du wärst, also Entschuldigung, heute schon, wer sich's alle um kann, nein, einer in diesem Raum, dann bist du es ja wohl. Es ist ein Tee, oh, ist arrogant. Der ähnlich wie Benzodiazepine wirken, aber auf natürliche Art sozusagen, der bringt dich runter. Also wenn du den trinkst, das stimmt wirklich, weil ich habe ja auch mit ein bisschen Angststörung zu tun, ne? Dann geht's dir einfach eine Stunde besser. Gabba-Tee gibt es aber nicht überall, nur in sehr speziellen, gut sortierten Fachläden. Unter der Ladentheke natürlich, weil ist natürlich illegal. Wenn du so von Angststörungen redest und das so Leuten erzählst,
gibt es denn immer Leute, die so tolle Tipps haben, wie zum Beispiel, du musst mehr trinken oder geh mal eine Runde geh mal eine Runde um den Block. Ja, oh ja. Gott, ich hasse das. Ja, ja, das finde ich auch scheiße, weil das sind immer so Tipps, wo du merkst, die nehmen dich einfach nicht ernst. Die glauben halt, ja Gott, weißt mein du, Gott, jetzt ist stell das dich wieder nicht so an, ist es dann. Ne? Und denkst du, so, ja Leute, aber so eine generalisierte Angststörung ist schon ein bisschen mehr und kann man durch einmal um den Block gehen jetzt gar nicht heilen, interessanterweise. Ne? Aber kannst du da regelmäßig viel von trinken oder ist es, darfst du nur begrenzt, weil es dich sonst auch in so eine Abhängigkeit, ich habe da keine Ahnung. Nö, das ist, da, also ich glaube, na gut, ich trinke ihn halt jeden Tag und wenn ich ihn nicht habe, zittern mir die Hände und mir bricht der Schweiß aus. Jetzt wirklich? Nein, ein Spaß. Macht keinen Spaß darüber, das ist ein ernstes Thema. Nein, ich weiß, absolut. Ich habe dich gerade angeguckt und geguckt, ob du schwitzt. Ja, nein, das ist nicht so, nein. Man trinkt den einfach, kann man den trinken, setze den mehrfach auf, mehrere Aufgüsse, frag mal deinen Freund Finn, was er davon hält. Und dann fühlt man sich einfach gut, schmeckt auch ganz gut. Dann hat doch der Tee alles richtig gemacht. Also ich finde, dann sollte man das auch machen und sich gönnen. Und gibt es dazu auch ein Stück Kuchen oder ist einfach nur so? Bist du nicht jemand, der zum Tee auch so ein Keks? Nee. Du bist auch so ein Keksmensch. Wieso bin ich denn Keksmensch? Was soll das heißen? Das klingt irgendwie wie eine Beleidigung. Entschuldigung, aber was sind denn Keksmenschen? Ich finde, ich liebe das einfach manchmal so. Jetzt kommt so, es gibt so bestimmte Kekse, die haben so Schokoladenstückchen drin, ja. Die machst du kurz in eine Mikrowelle. Ah, dass die so ein bisschen schmelzen. Das war ein guter Tipp. Dazu ein Glas kalte Milch. Was ich ja super lecker finde, das heißt Milchmädchen. Gesüßte Kondensmilch aus der Tube. Kennst du das? Gibt es nicht diesen, es ist der vietnamesische Espresso mit diesem... da ist der unten. Unten ist die gesüßte Kondensmilch und oben wird der Kaffee frisch gebrüht. Das schmeckt super lecker. Ne? Müssen wir, wir haben doch Management. Ja, wieso haben wir nicht so einen vietnamesischen Kaffee eigentlich hier? Wieso haben wir nicht eine Kaffeemaschine eigentlich hier? Das hier? Ganz ehrlich, ne? Also der Lutz ist, ne, war auf Jüß, der ist reich, Leute. Er kann sich Gabbertee leisten. Gabbertee haut er hier raus. Ey. Ich habe nur Kamille, aber komm. Ja. Wollen wir noch eine Frage? Ja, wir müssen. Machen wir Zuschauer, finde ich am besten. Mit jetzt schon Fan. Ja, ich auch. Ich will gar keine anderen Fragen. Ich will, ja. Guck mal, die fragen uns ja jetzt. Wir haben es ja jetzt eigentlich geschafft. Wir drehen das Auge. Drück mal drauf. Machen wir mal Frage 1. Kerstin fragt: Glaubt ihr an Schicksal oder Bestimmung? Ich glaube definitiv, dass es da mehr gibt. Und dass man könnte jetzt religiös sein, dann würde man auch sagen, es gibt so eine Form von Schicksal und Bestimmung, ne, oder spirituell. Aber ich glaube schon, dass da was ist, ja. Oder? Ja, für mich auf jeden Fall. Ich glaube an Schicksal und auch an Bestimmung, weil A hat uns das Schicksal zusammengeführt und die Bestimmung auch bestimmt. Und ich glaube, dass irgendwo immer jemand sitzt, der auf einen aufpasst. Das glaube ich auch. Wo, wer, in welcher Form, Art und Weise, wie auch immer. Ich habe mal so Gläserrücken gemacht oder habe mir auch mal Karten legen lassen. Und komischerweise hat es funktioniert und gestimmt. Und da war ich schon sehr, sehr, ich fand das schon krass. Aber ich glaube einfach, das hört sich so bescheuert an, wenn du gut zu Menschen bist, dass das dann irgendwann auch zu dir zurückkommt, auf eine gewisse Art und Weise. Also das Karma. So Karma. Mhm. Ja. So, haben wir alles gesagt, war schön mit dir. Wie man auch so eine Frage einfach so so abbügelt. Oder ja. So eine wichtige Frage. So eine es geht um Schicksal und Bestimmung. Wir reden vorher über Kondensmilch, 3 Stunden, aber Schicksal und Bestimmung, wir haben keine Zeit. Tschüss. Okay. Ja. War schön. Ich denke immer noch an unsere Attraktion. Ne? Ich finde diese Freizeitparknummer so spannend. Ich dachte, durchs Poloch zu fahren. Hätte ich das Poloch, das finde ich, glaube ich, kannst du nicht machen. Nein, das kannst du auch, aber ich finde, das sollte man, es wäre halt nur lustig, wenn du wirklich in so einen Menschen reingehst. Man muss natürlich gucken, wo geht man rein. Durch den Mund, die Zähne sind dann zum Beispiel so Stühle, wo man sich hinsetzen kann. Ja. Und dann vielleicht stellt man sich auf so ein Fließband, steht da drauf und dann fährt man einfach durch den menschlichen Körper durch. Ah. Oder Zähne sind so die Stühle, wo du dich reinsetzt und dann fährst du durch. Das würde ich ganz cool finden. Aber das ist ja gut, die Frage ist tatsächlich, also klar, rein käme man ja unten durch die Füße. Aber wo kommt man wieder raus? Aber die müssen dann auch ein bisschen stinken, finde ich. Es darf ja jetzt nicht alles stinken. Der Po stinkt. Nee, aber ich finde es halt lustig, wenn es so wirklich so kommt, dann riecht es so ein bisschen nach Käse. Gut, ja. Weißt du, das ist so, für Kinder ist das, glaube ich, lustig. Ja. Und dann kommen die so durch den Darm und dann liegt da Brokkoli und ein Cheeseburger, dann liegt da alles so rum. Weißt du, so, verstehst du? Und das finde ich halt sehr, sehr lustig. Komm doch, pass auf, wenn irgendeiner so eine Attraktion nachbaut. Den verklagen wir.
Ey, aber richtig, oder? Weil wir haben das ja jetzt hier öffentlich, ne? Das ist ja mehr wie, brauchst gar keinen Anwalt. Wir haben hier zigtausende von Leuten, die zuhören. Also es kann uns keiner mehr nehmen, den Erfolg. Toll. Sollen wir vielleicht noch eine der normalen, in Anführungsstrichen? Oh Gott, wir sind schon so abgehoben. Komm, wir machen mal eine einfache Frage. Mich würde ja Ups reizen, weil ich gar keine Ahnung habe, was Ups ist. Mach mal Ups 3. Das kenne ich noch von Dingsda. Kennst du Dingsda noch, wo die Kinder immer Begriffe vorsagen? Auf gar keinen Fall. Nein, okay, Frage 3. Ups! Kann es je zu früh sein für den ersten Wodka Red Bull? Oh ja, oh ja. Kommt drauf an, wie du arbeitest oder wie du, weißt du, jeder hat ja so einen anderen Lebensrhythmus. Ich finde prinzipiell so, ich trinke ja keinen Alkohol. Ja, sei froh. Gut so. Ich will auch gar nicht über sowas reden, weil wir machen ja dann nicht Werbung für. Das stimmt, aber ich muss eine kleine Anekdote dazu. Oh Gott, jetzt kommt wieder so eine interessante Geschichte. Ich hatte mal die super Idee für ein absolutes Trendgetränk. Ne? Wodka Red Bull. Klofrau Red Bull. Hm? Weißt du, was das ist? Klosterfrau Melissengeist. Mit Red Bull. Du bist doch, damit schmiert man sich doch den Rücken, ja, an, wenn man krank ist. Ja, aber das kann man auch trinken. Klosterfrau Melissengeist, das hat ja irgendwie fast 80% Alkohol. Und dann noch Red Bull schön ruf? Und dann Red Bull, das ballert doch ohne Ende, oder nicht? Klofrau Red Bull, du warst doch in der Gastronomie gearbeitet. Würde sich das durchsetzen? Auf gar keinen Fall. Warum? Dann musst du es Pipi nennen oder so, aber Klofrau Red Bull. Das klingt doch super kultig. Klofrau, nein. Klosterfrau, Klofrau Red Bull. Trinkt man das aus so einer kleinen Toilette, aus so einem Glas, was so eine Toilette ist? Finde ich gut. Könnten wir entwerfen. Okay. Wow. Das hier ist übrigens die Antwort. Also die Frage war ja, kann es je zu früh sein für den ersten Wodka Red Bull? Und Musiker H.B. Baxter, der sagt, ja, kann es. Es gibt dafür feste Zeiten bzw. Situationen, etwa vor einer Show und nach einem Dinner. Ich könnte mir nie einfach so tagsüber einen Drink mixen. Das gilt übrigens auch für Red Bull ohne Wodka, schon allein, weil das Zeug ohne Wodka nicht so richtig schmeckt. Danke fürs Zuhören, danke dir. Hat wieder viel Spaß gemacht. Du. Ich gehe jetzt einen vietnamesischen Kaffee trinken. Und ich, einen Klofrau Red Bull. Bis nächste Woche, ihr Süßis. Ciao. Süßis, tschüss. Das war Uns fragt ja keiner mit Ilka Bessin und Lutz van der Horst. Dieser Podcast wird produziert von der Sektor 3 Podcast Unit. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo ihr auch sonst eure Podcasts hört.